Nintendo! Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Wario Land 2 mit Chibi Let's Play im dritten Kapitel Mace Woods, die wir allerdings hoffentlich nun entkommen können. Schauen wir mal, hier sind auf jeden Fall sehr gemein aussehende Hornissen. So. Und ich sollte wahrscheinlich erstmal wieder umschauen. Und dann die Gegner platt machen, sonst haben wir wieder das Problem, dass ich zum Beispiel jetzt gar nicht weiß, wie ich da hochkommen soll. Jetzt machen wir die erstmal. Oh. Okay. Das sah zwar alles andere als gesund aus, aber hey, wir sind jetzt oben. Geil. Ich hätte die eine Hornisse auch nicht besiegen sollen. Na gut, kannst du mich nochmal pieksen, bitte? Ich möchte mal nach links. Dankeschön. Und da gibt es bestimmt irgendwas in der Apotheke. Ja. Okay, da waren vielleicht 9 Münzen. Die kann ich, glaube ich, auch ignorieren. Aber gut zu wissen. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir wieder unseren Freund, die Schildkröte. Okay. Ich gehe mal unten rum. Ich glaube, das war die richtige Wahl. Okay. Es sieht aus, als ob die Schildkröte an sehr massiven Blähungen leiden würde. Oh. Oh, da ist noch eine Tür. Wie kriege ich... Nee. Ich glaube, so geht das nicht. Na gut, gehen wir erstmal hier rein. Okay. Hornisse, piekst mich mal. Dankeschön. Auch eine interessante Art, um weiterzukommen, ne? Danke. So, haben wir hier oben noch irgendwas? Ein paar Münzen. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Ja, Troll, habe ich wieder die Auswahl. Gehen wir mal hier rein. Das war die richtige Wahl. Ja, mein Ofen. Den man verschieben kann. Ist auch eine Tür. Gut bewacht mit diesen komischen Blöcken, die ich nicht mag. Weil das dann bedeutet, dass ich hier unseren Freund da durchwerfen muss. Ja, und genau das ist so mein Problemchen. Ey! Ich darf auch nicht zu nah nach vorne gehen, weil das passiert. Ach, Mann! Was passiert eigentlich, wenn ich gedrückt halte? Ah, okay! Haben wir das auch mal ausprobiert? Gedrückt halten und dann wird mit voller Schmackes geworfen. So richtig durchgewimst. Ey! Ich wimst dir auch gleich, du. Komm her. So. Naja, immerhin ein paar Goldmünzen. Aber so, vielleicht sollte ich hier nochmal alles ausprobieren. Bei meinem Schloss gab es so viele versteckte Wege. Und hier irgendwie... Naja, ich finde zumindest keine mehr. Ich will jetzt nicht abstreiten, dass hier keine mehr gibt. Ein paar Münzen noch einsammeln. Aber nicht pieksen lassen. Nein, nicht... Ich habe doch gerade gesagt, nicht pieksen lassen, ihr bösen kleinen Hornissen. Na gut, dann kommen wir wenigstens zu den Münzen hier. So, damit haben wir über 300. Wow. Das, och. Selbst beim Rempeln, weißt du? Niemand ist sicher vor den Todeshornissen hier. Ich wollte dich rempeln. Ach nee, muss ich erst rempeln und dann springen, ne? Nicht andersrum. Genau. Okay. Warte mal, ist hier was? Nee. Nein! Oh no! Ja.
Interessant. Da gibt's wieder einen oben. Ich geh mal gucken. Okay. Bitte sag mir nicht, ich muss einen von denen da hochtragen irgendwie. Na, vielleicht nur für ein paar Münzen. Dann wäre mir das ehrlich gesagt auch egal. Ja, da haben wir dich. Oh. Gut. Alles klar. Dann gehen wir doch hier rein, ne? Ja, echt nur für ein paar Münzen. Alles klar. Gut. Ah, schön. Schön, schön, schön. Gut, ich habe 343 Münzen. Ich könnte jetzt richtig auf die Kacke hauen, aber ich würde sagen, wir nehmen mal normal und sparen uns den Rest für später. Vielleicht hat der eine Kaffee auch gereicht, dass ich mir das Bild sofort holen kann. Die Ente. Hier. Okay. Und dadurch haben wir eine Maske aus blau lackiertem Holz gefunden. Oh! Ah, hier ist der. Okay. Warte mal. Bevor wir aber jetzt hier rausgehen. Ich muss mir so überlegen, wie kommen wir denn da hin? Warte ganz kurz. Aber jetzt wieder dieses Problem haben, ne? Wie kommen wir denn nachher... Warte mal, wir können doch rollen, ne? Okay, alles klar. So kommen wir gleich weiter. Aber ich möchte gern nochmal zurück, soweit es geht. Weil wir nämlich auch eine alternative Tür gefunden hatten mit unserem Freund der Schildkröte. Der furzenden Schildkröte. Wo ich ganz zum Schluss unten bleiben muss. Da war ja noch eine Tür. Ja, da. Da ganz rechts. Deswegen lasse ich mich mal einfach wieder zurücktreiben. Können wir auch noch sehr viele Münzen verpasst, theoretisch. Aber es ist mir jetzt auch nicht ganz so wichtig um diese einzelnen Münzen. Wir haben 262 auf Vorrat. Uah. Siehst du, und dann passiert sowas. Und jetzt einfach geschuckt bleiben. Aha. Gut, und zur Not können wir dann da wieder zurück. Alles klar. Okay, für einen Raum mit weiteren Münzen. Und unseren Freund hier. Kann ich dich... Ja, ich kann dich nach oben werfen. Okay. Genau, dreh mal schön um. Schön, dass man den Kleinen so manipulieren kann. So, gut, haben wir hier alle Münzen. Dann kann ich ja doch wieder zurück. 313. Ja. Gut. Sag mal, so ganz zielsicher bist du aber nicht, hä? Okay. Aber dann haben wir das auch gesehen. So, hier mal kurz durchgerannt. Nee, warte. Geh weg. Die macht mich nervös. Die macht mich richtig nervös, diese blöde Ponisse. Haha. Wenn es doch immer so einfach ginge, ne? So, und jetzt. Hüppa. Und wir sind da. Sehr schön. Yay, Level complete. Beziehungsweise Kapitel. Okay. Das sollte reichen. Definitiv. Also dann, schauen wir mal.
Draw. 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 Es könnte immer noch eine 7 sein. Ja, das ist eine 7. So, ein weiteres Stückchen. Schön. Ich glaube, ein Level schaffen wir noch in dem Part, ne? Besiege die Riesenbiene. Klingt nach einem guten Plan. Oh, das war, glaube ich, schon doof. Ach, da ist schon die nächste. Yay. Na gut, wie weit geht's da oben? Nicht so weit, glücklicherweise. Komm mal mit. Okay, hier können die aber echt stören. Schnell weg hier. Okay, jetzt mal wieder solche Geschichten. Ah, okay. Was mit dir? Hm? Gut, hier ist sonst nichts. Alles klar. Hab den einfach den Boden weggenommen. Hey, was soll das denn? Wie hoch geht's diesmal? Aha, okay, nicht ganz hoch. Gut, da sind nur Münzen. Das ist mir dann Schnuppe. So, ich gehe trotzdem erstmal hier rein. Ah, oh! Mhm. So, der piekst mich dann gleich nicht. Ich hätte es von da machen sollen. Ist da drüben vielleicht noch ein Gegner eventuell? Hallo? Ja. Aua! Immer dasselbe mit euch. So. Jetzt können wir da von beiden Seiten durchrollen. Ich sagte, wir können von beiden Seiten da durchrollen. Nee, können wir nicht. Ich hätte den einen Block auch noch wegmachen müssen, ne? Das ist nämlich zu kurz. Die Tür merke ich mir. Dankeschön. Aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. War ganz links irgendwas? Nee, ne? Ach ja, da war ja auch der Baumstamm, wo man durchrollen kann. Genau. Geh mal weg. Gut, dann nehmen wir die andere Tür hier noch. Vielleicht ist da ja irgendwie ein kleines Schätzchen versteckt. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Weißt du, wenn deine Gabel nicht so groß wäre, ne? Bäh! Da sind noch ein paar Münzen gewesen, aber das war es dann auch wieder. Nun gut. Was haben wir hier? Ich bin ganz weit oben. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass das wieder so ist wie mit dem Vogel auf dem Piratenschiff. Dass die mich wieder nach oben irgendwie... Die hat wahrscheinlich auch so einen Stachel wie ihre Minimis hier. Könnte man eine Animated Gift draus machen. Oh, danke. Eine Silbermünze. Kommt nicht so oft vor. Soll mal gucken, ob es jetzt reicht. Nein, tut es nicht. Tut es nicht. Tut es einfach nicht. Aus Prinzip. Ah! Thank you.
Na gut, das haben wir immerhin geschafft. 201 Münze. Wisst ihr was? Das reicht mir. Man soll ja nicht so habgierig sein, ne? Da sehe ich eine Wabe. Da sind zwei Waben. Und da ist sie. Die böse Biene. Natürlich nur die Frage, wie? Okay. Okay, das ist nicht. Reicht hier irgendwie gegen? Ja, ich hatte recht. Okay, aber bei der Wabe haben wir dann keinen Effekt. Sonst reicht es immer, wenn wir irgendwo einfach nur gegenstoßen. Und die Wabe zählt da nicht. Glücklicherweise ist der Weg jetzt nicht ganz so lang, aber trotzdem finde ich sowas einfach nur nervtötend. Naja, gut. Okay. Anrempeln geht nicht, ich muss den Kopf treffen. Und das war es definitiv nicht. So, okay. Die fliegt nach oben, jetzt kommt ein kleines Ding. Eine kleine, eine ganz kleine, die man niederrampeln kann. So. Nur halt niemals pieksen lassen. Jetzt kommen zwei. Okay. Die haben natürlich auch einen Stachel, ist das Problem. Nein! Oh Mann, bitte, 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 bitte. Tu irgendwas! Boah, das ist doch echt blöd. Ja, und jetzt ist der Bosskampf vorbei. Och, Mann, ey. Okay, ich muss ihn nicht rempeln, und springen reicht auch. Have a rotten day. Okay, haben wir das geschafft. Wir sind aus den Maze Woods entkommen. Sehr schön. Wir haben nur leider keinen Schatz gefunden. Wo war denn da noch eine Tür? Oder eine Abzweigung, die... Naja, gut. Egal. Aber es regt mich schon lange nicht mehr auf. Ich bin froh, wenn wir das Spiel durch haben, will ich ganz ehrlich sein. Es hat schon seine guten Momente, das ja. Aber es macht mir nicht so viel Spaß wie der erste Teil. Ja, ich glaube, es ist eine Null. Okay. Gut. Damit würde ich sagen, ja, könnte man den Part jetzt eigentlich doch erfolgreich beenden. Und im nächsten Part machen wir dann weiter mit dem nächsten Kapitel, ne? Meine Lieben, danke fürs Zusehen und bis bald. Chibi-chibi!